Armin hat Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Food Show Mini. Immer noch mit meinen beiden geliebten Kollegen und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ach, ist das schön. Da geht einem das Herz auf. Wir haben heute mal was nicht alkoholisches, weil ich schon einen im Kahn habe, und zwar ordentlich. Wir haben eine, sagst du ruhig. Wer auch immer. Now, Grapefruitsaft, vermute ich. Nee, Grapefruit-Limonade. Ja, Limonade. 100%, ja, 100%ig Organic, ja. 100% Taste, auch gut. Ohne Konservierungsstoffe und Stabilisierungsmittel hergestellt. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, wieder ein Ökosiegel, ne? Heute schon mehrmals gehabt. Also, was dazu noch interessant zu erfahren ist, ist, dass die unter anderem in den Alnatura Super Bio Veganen, hast du nicht gesagt, Läden, fast überall zu kriegen sind. Das ist mittlerweile eine sehr bekannte Marke, eine sehr bekannte Alternativmarke auf jeden Fall. Wird hergestellt, jetzt muss ich kurz nachgucken, wie die Brauerei heißt. Weil ich das natürlich vergessen habe. Neumarker Lambsbräu, die machen auch Bier, das habe ich auch. Aber die haben halt auch, wie gesagt, die ganze Nau-Produktpalette. Da kommt auch ein neues demnächst, Birne Hopfen. Es heißt nicht Nau, es heißt entweder Mau oder Nau. Ja. Da kann man nicht gegen argumentieren, das stimmt. Aber demnächst kommt dann eine neue Sorte, die habe ich auch hier, Birne Hopfen nennt die sich. Bin ich sehr gespannt drauf. Ist halt eine sehr, sehr alternative Limonade, die organisch hergestellt wird, Bio-Siegel hat und den ganzen Kram. Und dabei aber sehr lecker ist. Warum nimmst du das? Das brauchen wir nicht. Wir brauchen das da. Nee, wir trinken direkt aus der Flasche, weil man das aus der Flasche trinkt. Das müsste jemand mal aufmachen, bitte. Und Kiyoshi fängt ja an. Du spielst da so zum Spaß mit rum. Nein. Nein, das Ding ist tatsächlich, solche Sachen muss man einfach aus der Flasche trinken, weil wenn du das jetzt in ein Glas kippst, dann verliert das Kohlensäure und dadurch verändert sich der Geschmack. Und wenn man was original testen will, dann... Das hat Schwebstoffe, ja. Und natürlich Schutzatmosphäre. Okay, na gut. Ich bin mal gespannt. Dann Prost. Grapefruit ist eigentlich super geil. Ich mag Grapefruit-Limonaden. Es hat aber auch einen Grund, warum wir die trinken. Bitte lass was drin. Die schmeckt tatsächlich nach Grapefruit, finde ich. Nicht unbedingt übersüß, auch nicht zu sauer. Also für einen Erfrischungsgetränk echt gut. Also quasi wie aus der Frucht direkt. Das ist schon gut. Sehr nach Grapefruit. Ich bin nicht so der Grapefruit-Fan. Hat auf jeden Fall diesen leckeren Bittergeschmack. Das mag ich sehr gerne. Nee, ich mag das nicht so. Aber, ja. Es ist tatsächlich sehr Grapefruit-lastig. Also es ist durchaus noch als Limonade zu erkennen, aber es ist tatsächlich sehr, also es schmeckt sehr stark nach Grapefruit und es ist auch tatsächlich sehr sauer. Was aber nicht schlecht ist, also gerade wenn man ja wirklich eine Grapefruit-Limonade möchte, sollte die ja auch ähnlich schmecken wie eine Grapefruit und nicht irgendwie nach Zucker. Dementsprechend, also die ist wirklich lecker. Ja, eindeutig. Punkte? Punkte würde ich jetzt geben, also von 10 würde ich damit Sicherheit 9 geben. Wow, das fehlt. Ich weiß es nicht, ich bin nicht so der Grapefruit-Fan, deswegen... Sei ruhig subjektiv, das ist kein Problem. Eine 5. Okay. Ich gebe dir 7, also mir fehlt ein bisschen die Süße an der Limonade, also eine Limonade muss schon eine gewisse Süße haben und mir ist sie auch zu sauer und dann am Ende, jetzt im Nachgang, ist sie auch sehr bitter. Was natürlich bei einer Grapefruit auch so ist, aber bei einer Limonade muss ich das dann nicht unbedingt haben. Dementsprechend sage ich 7 Punkte, immer noch eine sehr gute, aber nicht die perfekte Limonade für mich. Ja, damit haben wir es. Möchte jemand anders mal abmoderieren? Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag und ich sage, beziehungsweise beendige diese Sitzung mit meinem normalen Statement und zwar wünsche ich euch einen guten Appetit. See you next water time. Was für ein Ding? See you next water time. Water time? Ja. Wo ist denn hier? Haifisch. Ah. Sicheren und produktiven Tag. Bis zum nächsten Mal.